Leute, ihr habt's nicht anders gewollt. Jetzt kommt mein erster Vlog. So, anziehen, ins Bad und dann ab in den Fitnessraum. Ich habe mit meinem Mitbewohner zusammen einen hübschen Fitnessraum eingerichtet, da ich in den letzten Monaten doch arg aufgegangen bin. Und um diesen Kanal ordentlich betreiben zu können, bedarf es auf jeden Fall einiges an Muskulatur mehr. Und das Bauchfett, oh, da müssen wir mal ran. Die klassischen Computerhände. Ich safte wie bekloppt. Alter Schwede. Ich würde sagen, fürs erste Mal heute reicht's. Sport, ja, war nie so meins und ist es auch immer noch nicht. Und da ich jetzt aktuell sowieso nicht wirklich ordentlich raus kann, dachte ich, gehst du das Problem einfach auch mal an und löst einfach mal alles, was dein Körper dir gerade so an Zeichen gibt. Gesagt, getan, Physiotherapie, dann das Fitnessprogramm für zu Hause. Dann will ich jetzt demnächst wieder versuchen, ein bisschen joggen zu gehen. Und sobald das mit dem Auge und Co. alles wieder geil ist, dann machen wir wieder fette, geile Touren. Dann kann ich die Kamera auch mal ein bisschen länger tragen, denn die neue wiegt deutlich mehr als so eine GoPro. Aber das Bild ist einfach viel geiler. Ich bin unterwegs zum Onkel Doktor. Der hat nämlich meine endgültigen Resultate aus dem Krankenhaus jetzt da. Wir werden jetzt einfach mal eine Runde drüber quatschen, wie der ganze Spaß jetzt weiter voranschreitet und was es jetzt genau ist und ob man dagegen was machen kann. Drückt die Daumen. Ich bin sehr gespannt. Freunde der Sonne, ich bin wieder draußen. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen. Da telefoniere ich vor einer Woche mit der Arzthelferin vorne. Sie meint, ja, ein Arztbrief ist angekommen, bla. Dann ist das scheiß Ding, was ich ihnen selber mitgebracht habe. Da feste dir echt den Kopf. Da bin ich also jetzt extra dahin gelatscht, um mir den Arztbrief abzuholen, den ich bereits hatte. Das könnt ihr euch nicht ausmalen, ey. Ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Aber wisst ihr, was an der Sache gar nicht so verkehrt ist? Ich kann jetzt mal die erste Lektion meines Life-Coachings anwenden. Und zwar erstmal eine schöne Atemübung. Ja, in 3 Sekunden einatmen. 4 Sekunden ausatmen. 2 Sekunden warten. Und das machst du so oft, bis du dich wieder ein bisschen, warte mal, oh, das war Helligkeit hoch, bis du dich wieder beruhigt hast. Und dann versuchst du rauszufinden, welche Emotion dich jetzt gerade plagt. Ja, dann versuchst du dir zu überlegen, was du viel lieber an dieser Stelle fühlen würdest. Und drehst den Spaß dann einfach um. Ganz plump erklärt, also da gab es durchaus noch mehr Tipps, wie man das auch wirklich gescheit umsetzen kann. Aber das geht jetzt hier zu weit. Jedenfalls, wenn ich einfach schon wieder drüber nachdenke, über die ganze Aktion überhaupt, kriege ich schon wieder gute Laune. Auch wenn ich eigentlich schlechte Laune kriegen müsste. Aber ich glaube, so langsam verstehe ich, wie dieses Konzept funktioniert. Als nächstes werde ich mal den ganzen Scheiß hier wegmachen. Ich werde das jetzt erstmal alles schön sortieren. Steht hier auch Softplopfolie. Geil. Leute,
auch wenn ich Kartons zerreißen eigentlich nicht mag, weil das so eine Endlosarbeit ist. Aber gerade ist das doch ganz angenehm. Kann man sich so ein bisschen abreagieren. Jetzt bringe ich den ganzen Spaß mal zum Müllton und hoffe, dass sie danach nicht voll ist. Jetzt knurrt mir der Magen und ich werde mir jetzt was Schönes zu essen machen. Da ihr mich ja alle kennt, wisst ihr, dass ich ein Talent habe im Kochen und deswegen greife ich jetzt in die Tiefkühltruhe. Das gibt's. 1-2 Esslöffelchen noch, das war ein paar mehr. Heute geht's raus aufs Wasser. Herrliches Wetter heute auf dem Sonntag. Und los geht der ganze Spaß. Jetzt geht's hier über den Steg rüber. Ist aber auch echt wieder halb Berlin draußen auf der Havel unterwegs. Aber bei so einem schönen Wetter, was willst du da auch anderes machen, ne? Wir haben uns jetzt hier einen schönen Ankerspot ausgesucht und jetzt geht's gleich schön ins Wasser und dann werden wir noch ein bisschen schön das Wetter hier genießen. Ja, Punkt. Also dann. Jetzt geht's rein. Baden ist jetzt vorbei, war herrlich die Abkühlung. Jetzt werden wir noch ein bisschen hier die Sonne genießen, aber es soll sich zum späten Nachmittag auch wieder zuziehen und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja, bis dahin jetzt erstmal schön in der Sonne noch trocknen und dann gucken wir weiter. Und jetzt wird noch lecker gespeist im Hafenrestaurant und dann geht's ab nach Hause und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Es ist wieder soweit. Mittlerweile habe ich es Montag, Mittwoch und Freitags erledigt. Ein neuer Tag mit ein paar neuen Übungen, die ich machen werde. Und ja. Eins. Wir haben ein Ziel und dafür wird gearbeitet. Mittlerweile mache ich seit knapp einem Monat meine ganzen Sportübungen, also dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags. Und heute ist ein wenig Cardio dran. Ich dachte mir, jetzt gehe ich einfach mal wieder seit, oh Gott, 2 Jahren mal wieder joggen. Denn die Funde, yeah, die müssen purzeln und zwar nicht zu knapp. Okay, na das, starten wir jetzt. Okay.
Das erste Mal ist immer das Schlimmste. Und damals nach langer Zeit nicht gleich wieder übertreiben sollte, erstmal schön ein kleines Stückchen laufen. Also nicht laufen, sondern gemächlich laufen. Alter, bin ich schon wieder durch. Ich würde sagen, für den Anfang soll es jetzt erstmal reichen. Leute, es lebt der Fahrstuhl für die letzten Meter. Freunde, es wird nun Zeit für ein Endfazit von genau diesem Video. Dazu geht es jetzt hier hoch hinaus auf den Teufelsberg. Bald sind wir oben. Geil. Am 29.05. habe ich ein Statement rausgebracht zu meiner aktuellen Lage und heute haben wir den, lass mich kurz gucken, den 21. September. Es ist viel Zeit vergangen. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ich versucht habe, mit dieser Situation irgendwie umzugehen, an mir zu arbeiten, meine ganzen Probleme mal einfach anzufassen, ja, das Beste draus zu machen. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die Augenschichte, stark zurückgegangen ist und der Schwindel, den habe ich schon seit einigen Wochen nicht mehr. So nach und nach fange ich jetzt so langsam an, wieder in das alltägliche Leben von damals wieder rein zu driften und Videos für euch zu produzieren. Wie ihr mir gesagt habt, gehe ich die Sache ganz langsam an, damit es nicht gleich wieder irgendwie eskaliert. Habe, wie gesagt, einige Baustellen angefasst, die meinen Körper betreffen. Der Fortschritt, der ist gut. Bin fast jede Woche bei der Physiotherapie. Plus dreimal die Woche Sport treiben zu Hause in dem besagten Fitnessraum. Für mich fühlt es sich auf jeden Fall an, als wenn die ganze Sache wieder in die richtige Richtung geht. So langsam habe ich wieder einen Kopf für diese ganze Outdoor-Geschichte und werde mich so langsam wieder da reinstürzen. Gleichzeitig habe ich aber auch viel an meiner Selbstständigkeit gearbeitet als Filmemacher bzw. Content Creator. Auch da geht es so langsam vorwärts. Nach und nach baut sich dieses ganze Konstrukt wieder auf. Vielleicht konnte der eine oder andere auch eine Motivation, Anregung für sich und seine Situation aus diesem ganzen Video mitnehmen. Das würde mich mega freuen, wenn ich dem einen oder anderen dadurch natürlich auch ein bisschen helfen konnte, das eigene Leid zu verringern bzw. irgendwie zu zeigen, hey Leute, es geht auch anderen Leuten ab und an mal nicht ganz so gut. Und seit ein paar Tagen habe ich mich auch mal wieder ans Autofahren gewagt. Und siehe da, es funktioniert. Dementsprechend steht 9 Touren wenig im Wege. Ich werde so langsam mich da mal wieder reinfühlen, denn einige Monate absolutes Chillen in der Komfortzone. Ja, das muss man auch erstmal wieder so ein bisschen aus sich rausprügeln, denn die Gewohnheit, die war schon nicht verkehrt. Also, ja, egal. Aber rausgehen ist halt einfach viel schöner. Jedenfalls will ich euch mitteilen, so nach und nach werden wieder einige Videos reintrudeln. Und alles Weitere, würde ich sagen, sehen wir in den nächsten Videos. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr diese Art von Vlogging, also dass ich euch alltäglich da irgendwie so ein bisschen mitnehme, ob euch das gefallen hat. Und wenn ja, lasst einen Daumen da. Gehabt euch wohl, Leute. Schöne Woche wünsche ich und so weiter und so weiter. Also dann, wir sehen uns. Ciao.